Ja, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmefolge von Let's Play City Skylines. Das letzte Mal haben wir ein bisschen wieder mit Buslinien experimentiert. Wir haben ja ein neues Wohngebiet eröffnet, was ich auch weiter ausbauen möchte. So, vielleicht einmal so rüber. Das gefällt ihnen jetzt gar nicht. Müssen sie aber durch. Und so. Ja. Meckern hilft nicht. Wir brauchen Straßen. Okay, dann baue ich das noch eben fix aus. So. Hier überall schön Wohngebiete hinklatschen. Ach, sehr schön. Der Bus nimmt auch schon die Abkürzung da unten. So. Weiter möchte ich das nicht bauen, weil ich nicht weiß, wie sich... Ja, wir sind hier schon an der Geräuschkulisse und... Ne, ich glaube, das ist nicht so geil, wenn hier auch noch was ist. Gut, nichtsdestotrotz fehlen hier aber noch die Wasserleitungen. So. Ja, dann kann es eigentlich wachsen. Baue ich hier noch eben hier so eine Rundung. So, zack. Dann können wir das Wohngebiet hier hinten auch abschließen. Derzeit wird aber mehr Gewerbe gefordert, warum auch immer. Müssen wir ein neues Gewerbegebiet eröffnen. Ich würde sagen, das machen wir hier unten. Ja, ist natürlich jetzt fies, weil... Oder ich mache das von hier aus. So. So, einfach mal eine Straße ins Nichts. Vielleicht auch noch mal von hier runter. So, dass wir eine Kreuzung hier haben. Gut. Jetzt ist das natürlich ein bisschen marode hier alles. Müssen wir wieder nachbessern. Beziehungsweise hier auflösen. Genau, da soll nämlich kein Wohngebiet hin, sondern hier soll... unten ein Gewerbegebiet entstehen. Ich weiß, wir haben weder Strom noch Wasser da unten. Darum werde ich mich gleich kümmern. Erstmal nur grob das Gebiet einteilen. So. Gut, zwacken wir hier ab. Da wird auch schon gebaut, wenn ich das richtig sehe. So, das ist angeschlossen. Soll ich hier gleich die Mitte auch noch mit ausfüllen? Ja, was wir haben, das haben wir. Dann mache ich das hier auch noch dran. Dann pimmelt das Ding nicht so hier in der Mitte rum. Gut, wir haben aber keinen Strom. Das ist schlecht. Wir haben... Okay, jetzt können wir hier abzwacken. Da kommt eh nichts hin. Gut, dann haben wir auch Strom. Und neue Gewerbegebiete. Sehr schön. Wie sieht es denn hier oben bei der Landwirtschaft aus? Haben wir genügend Arbeiter? Nein, natürlich nicht. Nee, das ist das nicht. Das hier, ne? Nicht genügend Arbeiter, jawohl. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Vorteil der Schwerstindustrie gegenüber dem... der Landwirtschaft ist, dass da auch höher gebildete Menschen arbeiten können. Auf der Landwirtschaft nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht weißt du als Zuschauer ja die Antwort und kannst mir da eventuell weiterhelfen. Ich weiß es nicht. So, hier wollte ich gar nicht drauf. So, wie sieht's denn hier aus? So, hier müsste auch alles mit Wasser voll sein. Jawohl. Gut. Bauen wir unten noch ein paar Parks. Ah, jetzt wird nur noch, ja... Hier sieht es auch ein bisschen schlecht mit der Gesundheit aus. Arztpraxis. Da müssen wir noch eine hier hinbauen. Machen wir das hier. Ah, das reicht nicht bis da oben. Dann würde ich sagen, bauen wir die hier hin. Genau, liegt ein bisschen zentral. Gut, natürlich Strom. Wie konnte ich das vergessen? So, müssen wir die hässlichen Strommasten hier in die schöne Natur setzen. Aber vielleicht bräuchten wir eigentlich nicht. Egal.
ist immer mehr Einwohner hier, wobei es wird ja jetzt eigentlich kein Wohngebiet mehr gefordert, beziehungsweise nur ganz minimal. Gewerbe wird, wie gesagt, gefordert. Da sollten wir vielleicht noch eine zweite Reihe hinsetzen. Und zwar hier. Oh, herzlichen Glückwunsch, große Kleinstadt. Ja, was denn jetzt? Wir haben ein neues Gebiet, ja, das werden wir gleich nutzen. Neue Steuerrichtlinien, einzigartige Gebäude. U-Bahn haben wir, sehr geil. Bildungsschub, achso, das sind die Richtlinien. Und wir haben dicht bebautes Gebiet, sehr geil. Büro haben wir auch, wenn ich das gerade richtig noch aus dem Augenblickwinkel gesehen habe. So, wir brauchen aber... Mach mir ruhig jetzt mal dichtes hin. So, das ist auch ein bisschen dunkler von der Farbe, dass man das unterscheiden kann. Dicht bebautes Gewerbegebiet. Das sollte vielleicht erstmal reichen. Achso, wir haben ja natürlich alles ausgebaut hier. Und wir haben dicht bebautes Wohngebiet. Das heißt, wir werden hier gleich ein bisschen Tabula Rasa machen. Ein bisschen ausbessern mit Wohndichten. Die Straßen könnten dadurch natürlich ein bisschen mehr belastet werden. Aber wir wollen ja eine Großstadt haben. Ja. Was auch immer das war. Wir können aber... Lass mich mal sehen. Ja, wir können endlich Bürogebäude bauen. Das werde ich auch hier machen. Die funktionieren ähnlich wie die... oder genauso wie die Schwerst- oder Industrie. Es sind einfach Arbeitsplätze, die genau wie für gebildete Arbeiter. Okay. Ja, muss ich mal eben ganz kurz schauen. Da könnten schon... Hier vorne könnten schon Wohngebiete hin. Achso, nee, da haben wir die Industrie eingeteilt. Ach, die Bürogebäude mache ich auch mal hier. Genau. Und mache dann hier noch, ab hier würde ich mal sagen, nochmal dicht bebautes Gewerbegebiet. Muss ich nur gleich schauen, ob da auch Wasser liegt. So. Und hier wieder Bürogebäude, diese Straße entlang. So als Lärmschutz, so könnte man das betrachten. Und Arbeitsplätze natürlich. So, ja komm, machen wir hier noch niedrig bebautes Gewerbe hin. Achso, ich wollte nach Wasser gucken, aber hier ist alles, ja, ausgebaut. Sehr geil, da wachsen auch schon... Ach nee, das ist das Gewerbe. Das ist ein Bürogebäude, ne? Zornige Clans Handyspiele. Yeah. Wer kennt sie nicht? Gut, das heißt, wir brauchen auch mehr Einwohner. Wir haben Probleme mit... mit der Wasserversorgung oder mit dem Müll? Müll... Oh, Müllverbrennungsstatus. Das ist natürlich... Was haben die jetzt? Abwasserstau. Abwasser... Wir brauchen mehr Kläranlagen bzw. Abwasserpumpen. Das ist aber kein Problem. Ist das jetzt schon angeschlossen? Sieht so aus. Ja, das scheint angeschlossen zu sein. Ja, und es geht wieder hoch. Und wir brauchen noch eine Wasserpumpe. Wird gerade ein bisschen kritisch hier. Weil, so, baue ich einmal hier hin. Ich weiß, wir brauchen Strom. Weil je mehr Wasserpumpen man auf eine Stelle baut, desto mehr Wasser wird aus dem Fluss gezogen und der Fluss kann durchaus austrocknen. Also, ihr seht schon, hier verschwindet jetzt ein wenig Wasser nach und nach. Genauso wie hier vorne, wo diese Pumpen sind, wobei hier geht's noch. Aber ich könnte schwören, die Pumpe stand mit ihrem Pumpwerk auch tief im Wasser. Ja, müssen wir beobachten. Das wird auf jeden Fall kritisch noch. Aber wir haben jetzt erstmal wieder für Wasserversorgung gesorgt. Ja, wir haben wieder Arbeitermangel, kennen wir ja. Gut.
Wir könnten jetzt mit dem dichten... Wollen wir hier das dichte Wohngebiet hinmachen? Ich würde sagen, das machen wir aber erst, wenn wir mehr Verlangen nach Einwohnern haben. Das haben wir hier, eine Müllverbrennungsanlage. Die erzeugt aber definitiv Strom. So, das mache ich mal hier hin. Ach so, ach nein. Ne, ist natürlich blöd. Da haben wir jetzt das Gewerbe. Die bauen wir, wenn dann, hier hin. Gut. Die verschmutzt ein wenig, ja, sagen wir mal, sehr viel die Umwelt. Gut, Müllfahrzeuge in Verwendung. Haben wir das hier schon geleert? Leert sich. 25% voll. Kein Platz mehr. Mülldeponie ist voll. 100% voll. Ah, okay. Das wollte ich abreißen und sonst... Ja, hier ist bestimmt auch wieder... Ach, hier stapelt sich der Müll. Ach so, das ist abgebrannt. Gut, die Feuerwehr ist relativ schnell. Da müssen wir definitiv ein Auge drauf halten, weil ich habe bei anderen YouTubern schon gesehen, die haben ziemliche Probleme. Vor allem, wenn man später diese Alleen hat, wo die Baumreihe noch wie hier, so eine Reihe in der Mitte ist, müssen die erst bis zum Ende fahren und dann irgendwo drehen und durch die Walachei fahren. Also wir brauchen definitiv Wendepunkte. Gut. Das Ding verbrennt hoffentlich bald. Ich hoffe es mal ganz stark. Das Problem ist natürlich, die werden hier ein bisschen im Stau stecken. Obwohl, da kommen schon die ersten zurück, ne, Müllwagen. Genau, die biegen jetzt hier ab und dann da hoch. Vielleicht sollten wir auch eine zweite Brücke bauen, dass sich die Last ein wenig verteilt. Ja, mal schauen. Ha. Nun gut. Ich dachte jetzt eigentlich, dass der Müll dahin transportiert. So, da kommt ein Müllwagen. Und da, weiß ich nicht, fährt der jetzt, ja, der fährt auf den Hof. Ja, geil, schon eine Milliwatt, eine Megawatt, ein Megawatt, nicht, ach mein Gott. Gut, und da ist ein bisschen Müll jetzt drin. Erzeugt halt ein bisschen Strom und verbrennt Müll, klasse. Gut, 24% voll, vielleicht baue ich noch woanders eine. Ein bisschen abseits hier. Hm, vielleicht auf der Seite. Nee, geht's nicht wirklich. Hier hinten will die nämlich auch keiner haben. Ja, keine Ahnung. Wo baue ich die hin? Ich würde schon sagen... Hier an diese Kreuzung. So... So, genau. Und dann noch eine Wasserversorgung dahin. Brauchen die eigentlich Wasser? Wobei die Mitarbeiter wollen ja bestimmt auch mal auf die Toilette gehen. Klar brauchen die Wasser. So, und dann baue ich hier noch, Quatsch. Hier noch eine hin. So, einmal hier. Kommt auch relativ weit. Also hier wird schon alles befahren. Wobei hinten wird es schon ein bisschen dunkelgrün. Soll mich aber nicht stören. So, das Ding... Braucht keinen Strom. Aber da es natürlich Strom erzeugt, wollen wir das auch in unser Stromnetz einspeisen. Deswegen schließen wir das einfach mal mit an. Müllverbrennungsanlage. 4 Fahrzeuge, 5 Fahrzeuge. Haben wir denn hier Müllprobleme? Ich glaube eher nicht, ne? Weil die Straße könnten wir noch hier irgendwo anschließen, an diese Kreuzung zum Beispiel. So, einfach mal quer durchs Land. So. Vielleicht kommen die so schneller hier hinten rein, sonst müssen die erstmal hier oben rum. Gucken, ob das hier genutzt wird. Bis jetzt noch nicht. Braucht vielleicht einen Moment. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Aber da kommen... Alter, wie viele Wagen passen auf den Hof? Ach, guck, da fährt der erste schon ab und fährt dann durchs Wohngebiet. Das ist cool. Dann haben wir eine schnellere Versorgung hier unten.
sehr nice. Gut, da haben wir... Ach so. Nee, das ist einfach nur das Ausquartiergebäude oder Mülldeponie. Die wollen wir noch abreißen später. Wir wollen nur noch Müllverbrennungsanlagen haben, auch wenn die Umwelt verschmutzen. So erzeugen wir doch halt Strom. Ich weiß nicht, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, Müll zu vernichten, ohne die Umwelt großartig dabei zu verseuchen. Ich weiß es nicht. Weil das Recycling Center, das sieht mir nicht so aus, als ob das hier überhaupt funktioniert. Wir haben eine Ausgangsleistung, die die ganze Zeit auf 0 Megawatt steht, obwohl wir hier fleißig Müll recyceln. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist meine Annahme auch einfach nur falsch. Naja, wie dem auch sei, das Ding erzeugt schon 3 Megawatt. Und das hier oben 12 Megawatt. Also da geht schon was. So, das Ding ist auch schon auf 5 Megawatt angestiegen. Ich würde sagen, die Müllverbrennung funktioniert soweit. Wir haben Bedürfnis, ein bisschen Industrie und ich hatte so vorhin geblinkt. Oder was beim Mauszeiger, den ihr nicht seht, der hier durch die Walachei schlürft. Ihr seht den nicht, ich muss ein anderes Aufnahmeprogramm verwenden. Das kann leider den Mauszeiger nicht mit aufnehmen. Aber wenn ich mal ein reguläres Aufnahmeprogramm starte, stürzt City Skylines direkt am Anfang ab. Das ist nicht so cool. Auch mit den neueren Versionen des Programms stürzt City Skylines einfach nur ab. Und ja. Gut. Kann ich sonst noch was tun in dieser Folge? Ich glaube eher nicht. Außer vielleicht die hässlichen Strommasten entfernen. Gut, die können auch mittlerweile weg. Hat sich doch ganz gut gefangen hier. Okay, die brauchen noch. Zumindest bis wir... Ich will nicht so eine Doppelkreuzung da haben. Vielleicht so. Aber nicht anders. Okay. Achso, die Bürogebäude, die wachsen hier. Sehr geil. Finanznachrichten. Mhm. Wir müssen mal checken, wie die Aktien stehen. Zornige Clans Handyspiele schon wieder. Reiseagentur Lachgesicht. Ja, wie auch immer. Gut, ich würde sagen, die Folge ist vorbei. Wir haben wieder einiges geschafft. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play City Skylines. Also, bis dann.